Bethesda. Meshin Games. ID Software. In meinem Traum rieche ich ein Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Ostsee, nahe der feindlichen Küste, 1946. Benutze die Maus zum Umsehen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Wolfenstein The New Order. Und wir benutzen die Maus, um uns umzusehen. Aufwachen, Blazkowicz! Sie übernehmen! Ich muss was wissen! Ach, Scheiße! Blazkowicz, nach hinten, schnell, machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 dicht, schnell! Okay, unser erster Auftrag, Treibstoffleitung zumachen und wir haben wenig Zeit für Freundlichkeiten. Finden Sie, was Sie brauchen, eine Zange und Draht. Eine Zange und Draht brauchen wir? Hier gibt es weder eine Zange noch Draht. E, mit E öffnen. So, zufällig wusste ich das, weil ich vorhin schon mal kurz angespielt habe. Uah! Scheiße. Ach, Moment. Hier einmal dicht machen. Na los, mach es dicht, Junge. Ich tippe E. Für ein Werkzeug. Wir haben kein Werkzeug. Scheiße. Ich hab doch alles mitgenommen. Mann. Unter Stress mache ich Fehler. Ich bin auch nur ein Mensch. Auch wenn ich CJ Blazkowicz bin. So, okay. Scheiß Ärmel. Wo ist der Frachtraum? Hier, komm ins Cockpit, da geht's nicht weiter. Öffne das Tagebuch, indem du J drückst. Na klar, während hier die Welt untergeht, gucken wir erstmal schön ins Tagebuch. Das Tagebuch enthält wichtige Notizen zu deinen aktuellen Zielen. Du hast zudem Zugriff auf Tutorials, Vorteile und Sammelbares. Hey, Sammelbares. All das wird im Verlauf des Spiels deinem Tagebuch hinzugefügt. Wurde das Tagebuch aktualisiert, erscheint am linken Bildschirmrand das Tagebuch-Symbol. Das haben wir gerade gemacht und ins Tagebuch schreiben wir jetzt rein, wie man das Tagebuch öffnet. Das ist auf jeden Fall sehr schlau. Ich nutze die Zeit nochmal ganz kurz und heiße euch herzlich willkommen zu Wolfenstein. The New Order. Wir spielen CJ Blazkowicz, ein Amerikaner, der noch aus dem allerersten Teil von Wolfenstein in Anführungszeichen übrig ist. Er war es nämlich, der damals aus den Fängen der Nazis geflohen ist. Und jetzt erfahren wir also, wie es ihm weitergeht. Ich erzähle später noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir echt Probleme. So, was liegt denn da? Ein Zeitungsausschnitt. Ja, wir haben echt Probleme, also erstmal schön lesen. Regime baut Superwaffen. London, 5. Juli 46, berichten aus Berlin zufolge, baut das Regime ein Arsenal an Superwaffen für den Einsatz auf dem Schlachtfeld. Die kürzlich erfolgte Einführung hochentwickelter Kriegstechnologie hat den Verlauf des Krieges beeinflusst. Die alliierten Kommandanten sind sich jedoch trotzdem sicher, den Sieg noch vor Ablauf des Jahres zu erringen. Was das Regime an militärischer Technologie besitzt, fehlt ihm an strategischem Wissen, äußerte sich dazu gestern Kommandant Wilkinson in einem Gespräch. So. Und man ahnt es bereits anhand des Titels, anhand... was liegt da? Health. Aber können wir gerade nicht brauchen. No, doch, brauchen wir eigentlich schon. Egal. So, wir sind im Frachtraum. Die Kisten. Ja, ich beeil mich doch, verdammt. Guck mal hier hinten. Es ist sau scheiße zugig. Ich hol mir noch Schlupfen. So, scheiße. Ah. Halt, jetzt mach doch mal hier. Halt die Fresse! War's das? Ja, der Vogel steigt wieder. Zurück ins Cockpit, Blazkowicz. Okay, wir müssen zurück ins Cockpit. Ich eile mich. Den Weg kennt man. Ah, fuck! Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße, was ist denn da los?
Okay, wir... Ach, fuck, jetzt hänge ich hier irgendwo fest. So. Kommen Sie jetzt zurück ins Cockpit, Blaskovic. Ich komme doch schon. Hör auf, Stress zu machen. Wir haben schon genug davon. Ach, du Scheiße. Okay, reinrutschen! So, drücke Maus 1, um mit dem Geschütz zu feuern. Dazu muss ich sagen, Maus 1 ist bei mir echt kacke. Ich erzähle gleich auch noch ein bisschen was dazu, aber jetzt erstmal schön ein paar Nazis abschießen. So, wo sind sie? Boah, diese Maus ist echt gewöhnungsbedürftig gerade noch. Das sind unsere Jungs, da schieße ich nicht. Nein! Ach! So, die setzen auch neue Technologie ein. Oh, da Spider, scheiße! Okay, ist das einer von unseren Jungs? Keine roten Schlieren. Scheiße, ich dachte, ich erwische ihn noch. Ah, da komme ich gar nicht hin. Was, wo? Da, scheiße, 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 scheiße! Der Tod klopft wieder an. Mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Mayday! Volta 1, bitte kommen, Volta 1! Erste Hilfe, Koffer. Oh. Nehmen Sie! Ich nehme, danke, Mann. Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9! Vulture 1, Sie sind zu nah! Abstand! Negativ, Vulture 1! Haben Sie ein ernstes Problem mit der Steuerung? Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Bergen! In Ordnung, Randall! Oh nein! Oh fuck! Also, schauen Sie das Radar ein! Der Hebel oben neben den Lampen! Besten Dank, Herr! Sehr gerne! Fuck! Viel zu nah! Viel zu nah! Bist du bescheuert, alter Mann? No, fuck. Du Wahnsinniger! Oh, fuck. Okay. Wollt ihr ewig leben? Scheiße. Ach, danke, Jungs. Danke. Was gibt's? Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Was war das denn jetzt? Ich verstehe die Sequenz nicht ganz, aber gut.
Alles wackere Jungs. Naja, fast alles. Okay, wir schlagen uns durch zum Cockpit. Gott sei Dank sind sie hier! Oh Gott! 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 Wir müssen abbrechen! Blazkowicz, helfen Sie dem Jungen hoch! Negativ, Kondor 9. Kurs beibehalten. Verdammt, Gordon! Wir werden hier abgeschlachtet! Hören Sie zu, Sir. Wenn die Mission scheitert, dann verlieren wir Europa. Ganz einfach. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Jetzt nicht aufhalten, Fergus. Ist es vorbei? Wir werden den Krieg verlieren. Ei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. Wo ist Anchorman? Ende. Kondor 9, Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Gleich kracht es, wird eine harte Landung. Ich kann nicht sehen. Scheiße! Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Na, das fängt ja super an. Ach du Scheiße. Das fängt ja super an. Wir gehen mal ans goldene Quietsche-Entchen-Telefon. Fergus, wie ist Ihr Status? Blazkowicz, bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blazkowicz, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie! Blazkowicz, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Yes, ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Okay, wir müssen zum Geschützturm. Und wie man sieht, haben die Nazis nicht nur ihr übliches Gekrempel. Oh, Medishock, juhu. Ach du Scheiße. Ja. So, wie man sieht, haben die Nazis nicht nur ihr übliches... Totenkopfbiestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Ja, genau. Deswegen rede ich auch so dramatisch. Nee, wie man sieht, haben die Nazis nicht nur ihr übliches Gekrempel mit Bum 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 und Hurra Hitler und den ganzen Scheiß, sondern diesmal haben sie auch mechanische, nicht nur Hunde, sondern einfach mechanische Waffen, Robo-Automaten sozusagen. Scheiße, wo geht's denn? Da geht's raus. Ach du Scheiße. Und jetzt... würde ich gerne wissen, wo wir hin müssen. Wir sollen unter Wasser bleiben. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir so eine fette Eisenlunge haben. Da geht's. Da ist eine Maschine, vielleicht ist da auch ein MG in der Nähe. Na komm. Auf jeden Fall ist hier Feuer, da können wir nicht durch. Ist das die Maschine? Hier sind so viele Maschinen. Leichen überall. Scheißtag. Ich meine durch, hey! Okay, wir folgen weiter den gelben Lichter, wir folgen weiter dem Stromkabel und natürlich auch dem gelben, goldenen Anzeigegedingse. So, hier einmal durch. Na, zum Glück habe ich Freischwimmer. Und rein da. Okay, wir sollen also die Hündchen erledigen. Nichts lieber als das. Ach, es waren nur zwei. Dann wieder raus. Ja, so.
Ach du Scheiße. Kein guter Tag, um zu sterben. Beruhigen Sie sich, Weinreich. Okay, Blasco. Wollen Sie hören, wie wir diesen Traumstrand vielleicht lebend überqueren können? Natürlich. Sag an, Alter. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer. So. Gelange in die Schützengräben. Wir sollen einfach nur die Beine in die Hand nehmen und los! Go, 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 go! Lauf, 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 lauf! Ach, Kacke! Ach. So, und wir leben. Hallo. So, wir sind in den Schützengräben. Aber wie es aussieht, sind wir hier nicht alleine. Und jetzt geht der Spaß erst richtig. Ach du Scheiße. Maschinenbetriebene Geschütztürme. Handgranaten. Können wir da einfach eine hinsemmeln? Kommt schon. Bumm. Yeah. Okay, ich schaue noch mal ganz kurz ins Tagebuch. Ich muss in den Bunker gelangen. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Eingang gibt. Totenkopf, aha. Wir verlieren 16. Juli 46. Wir verlieren den Krieg. Die OSA hat mich auf eine Mission an die Ostseeküste Polens geschickt, das vom Regime besetzt wurde. Ein Sammelangriff auf die Festung von Generalstraße, alias Totenkopf, dem Planer der monströsen Kriegsmaschinerie des Regime. Gelingt es uns, ihn zu stoppen, können wir womöglich den Krieg zu unseren Gunsten entscheiden. Und ich kann eine alte Rechnung begleichen. Er sieht auch aus wie so ein Totenkopf, ehrlich gesagt. So, hinunterbeugen, was? Halte Alt, Links und S gedrückt. Ach du Scheiße. Oh oh. Headshot. Ist er schon tot? Wovon ist der denn gestorben? So, der ist auch weg. Und wir können Soldatenhelme sammeln, um Schild aufzubauen. Da fragt. So, da fragt man sich natürlich. Moment. Ich frage später. Boah, die Maussteuerung ist momentan bei mir noch eine Katastrophe. Das liegt aber an der neuen Hardware, weil das hier ist momentan das allererste Let's Play aus Los Angeles, aus den Staaten, ironischerweise. Wo wir einen US-Captain spielen, der quasi gegen die Nazis kämpft. Das ist interessant, das als erstes Spiel hier zu spielen. Und weil die Hardware hier noch komplett neu ist, ist das alles noch sehr ungewohnt. So, man muss erstmal ein Gefühl für die Maus und für alles entwickeln und da bin ich mal gespannt, wie sich das alles machen lässt. Hallo, hier war doch gerade noch was. Habe ich das eingesammelt? Da ist ein Helm. So, keine weiteren Nazis zu sehen. Schön, da kann man durchschießen, das ist gut. Der hat doch noch irgendwas da, oder? Muni. Okay, ich sammle erstmal hier alles ein. Wir müssen. Kommen wir da oben hin? Ja, eine Treppe. Hier.
auf beide Seiten. Hier noch ein kleines Helmchen und hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Da war eine Tür, Lagerraum. Alles auf Deutsch, wir spielen natürlich die deutsche Version. Das heißt, da werden dann Hakenkreuz und sowas, wurde alles rausgenommen. Aber ansonsten wurde das Spiel nicht zensiert, außer dass es sich eben nur noch mit der deutschen Sprache auch spielen lässt. Boah, ich verziehe immer mit der Maus. Oh, Granate ist nicht so gut. Und der hat... Willst du mich verarschen, Phil, denn noch? Na, super. Schmeiß mal noch 3 Granaten. Vielleicht ist das sicherer. Wo ist er hin? So, noch jemand hier oben? Das war's. Und das Geschütz ist auch inaktiv, das heißt, hier ist alles gut. Dann rauben wir unsere Gegner erstmal wieder aus. Jeder Helm, den die nicht haben, ist ein Helm für unsere Jungs. Okay. Hier geht's offenbar nicht so wirklich weiter. Was? Mond! Die Zeit ist gekommen! Abenteuer Mondflug! Tragen Sie sich bei der nächsten Sammelstelle ein. Ach, das ist ja krass. Abenteuer Mondflug. Die Westgrenze ist sicher. Die Frontlinien sind überwacht mit einer riesigen elektrischen Ameise, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Oben, nicht werfen. Oh, Ben. Kennst du Ben? Oh, Ben, nicht werfen. Achtung. Schutzausrüstung tragen oder stets beim Spannungsableiter aufhalten. Ach du Scheiße. Uah, wo kommt ihr denn her, Freunde? Na super. Die Granate ist ja mal fehlgejumpt. Jetzt wollte ich gerade ganz cool eine Granate werfen. Hat nicht ganz so gut geklappt, aber egal. Zu gut geklappt. Ich kann nicht mal mehr richtig reden. Der langjährige Auslandsaufenthalt. Huh, was war das denn? Ich gehe einfach mal weiter. Und ich sollte ein bisschen vorsichtiger rumlaufen. Alter. Ach, das sind auch echte Hunde mit Robopanzerung. Ach, wie krass. Boah, das arme Tier. Guck dir das mal an, wie das ins Fleisch eingearbeitet wurde. Mit einem Stöckelschüchen. Das sind Robocop-Hunde. Ach, du Scheiße. Okay, ich glaube, gegen das Ding haben wir noch nichts in der Hand. Liegt hier irgendwas bei den Kisten? Nee, ne? Okay, weiter. Mistvieh. Oh, Entschuldigung, hab ich nicht gesehen. Ich muss nachladen. So. Die sehen ja echt ein bisschen aus wie Robocop. Gibt's eigentlich hier... Ah ja, hallo Ragdoll. Cool. Wurde auch nicht rausgenommen und dafür kriegt man einen Helm, wie es aussieht. So, und da vorne war noch Muni. Die nehmen wir noch mit und jetzt geht's weiter. So, noch jemand. Da oben geht's rein. Scheiße, keine Granate mehr, was? Was des Lebens an sich? Sprich doch nicht so leise, Blazkowicz!
So, wenn wir hier gerade noch ein bisschen einsammeln, kurz mal zu den Hintergründen von CJ Blazkowicz. Der ist im ersten Wolfenstein quasi aus dem Knast ausgebrochen. Und das erste Wolfenstein war angeblich das allererste 3D-Spiel der Welt sozusagen. Also hier so der erste 3D-Shooter, damals natürlich noch eher so 2,5D mit Bitmap-Grafiken. Ach du Scheiße, was mit dem passiert? Aber in Wahrheit war es gar nicht Wolfenstein, das erste 2,5D-Spiel oder 3D-Spiel, sondern in Wahrheit war es tatsächlich Ken's Labyrinth. Kommen wir hier durch? Kommen wir da rein? Nee, da kommen wir nicht rein. Das erste 3D-Spiel der Welt war tatsächlich Ken's Labyrinth von Ken Silverman. Und die Engine von Ken's Labyrinth, die wurde damals von ID Software gekauft. Ich glaube sogar, Ken Silverman wurde auch eingestellt und übernommen. Und auf der Basis wurde dann Wolfenstein 3D programmiert, was damals natürlich für ein kleines Skandälchen gesorgt hat, wegen dem ganzen Nazi-Krams und Menschenabschießen und Pipapo. Aber in Wahrheit war die Spielindustrie natürlich mega happy, so ein Juwel zu haben und somit auch das erste 3D-Spiel, was ein ganzes Genre begründet hat. Später kam noch Wolfenstein 2, Spear of Destiny, das hatte leider nicht so viel Beachtung. Und viele Jahre später kam dann erst das nächste Wolfenstein. Da ist noch irgendwas. Das ich übrigens auch nicht gespielt habe. Der hat einen Muni in der Hand. Aber wir haben das Limit erreicht. Okay. Nicht, dass wir da Eisen übersehen haben. Schleiche dich heran und drücke Maus 3. Yeah. Speer 1. So, sehr schön. Na, wie lag der denn da? Ist aber kein Mann frömmlicher Abstammung. So, hier ist noch Pistole. Medikit. Akimbo-Pistole. Hier ist noch oben. Nicht schütteln. Ist kein Zoom-Kist. Hallo, mein Freund. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man das Ding hier besiegen soll, ehrlich gesagt. Das ist so riesengroß und quietscht nicht mal. Diese Bekloppten. Schalte Kommandanten aus. Okay. Achtung, Inhalte können empfindlich aufs... Was? Auf Stöffle? Und grobe Behandlung. Inhalte können empfindlich auf Stöffle und grobe Behandlung. Ach, Stöße, nicht Stöffle. Eine Granate. Und wir sollen Kommandanten ausschalten. Signal entdeckt. 23 Meter. Okay, jetzt wird's lustig, wie es aussieht. Boah, also, das Steuern hier ist echt... Uah, ha, ha, ha. Ich vermisse meine präzise Steuerung. Boah, das zieht irgendwie immer nach. Ich weiß nicht warum. Scheiße. Oh. Legt Alarm. So. Und da ist noch einer, verdammte Axt. Hat er gerade gesagt, ha, da bist du ja. Hey Dog! Hey Dog! Eva, auf Wiedersehen. Kennt das noch jemand? So. Okay, es scheint leerer geworden zu sein. Ich will immer die Bohnensuppen und sowas einsammeln für Energie, aber irgendwie ist das hier nicht so.
Aber hier sind so viele schöne Bodensuppen. So, 40 Gesundheit ist nicht ganz so viel. Ein bisschen Helm für ein Schild. Und 10 Schild ist ehrlich gesagt auch nicht so großartig. Aua, wir kriegen immer noch welche verblättert von oben, glaube ich. So, da geht's rein. Ach du Scheiße. KRTA 801C. Ich will da gar nicht näher ran. Bombe benötigt. Wir brauchen also eine Bombe hierfür. Das reicht nicht. Die Frage ist, wo kriegen wir eine Bombe her? War da noch was? Oh. 25 Rüstung, jetzt haben wir wieder 38. So, wir kommen von hier, okay. Entschuldigung. Ich kenne mich ja noch nicht so aus, ich bin neu hier. So. Die Idioten schießen auf ihre eigenen Leute, wie es aussieht. Scheiße. Schweinehund! So, der ist weg. Aber der nächste rutscht gleich nach. Na komm schon. Danke für den Hinweis! Jetzt gibt's Hackbraten. Boah, hätte ich Bock drauf. Danke! Oh, 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 oh. Keine Granaten mehr, scheiße! Komm raus, wo immer du bist. Faschist. So, komm schon. Ah, die feinen Herrschaften. So, Kommandanten sollen wir ausschalten. Schwein. So, Limit erreicht. Muni können wir nicht mehr mitnehmen. Da unten sind noch 2 Granaten. Nehmen wir auch mit. Hier geht's nicht weiter. Schade. Okay, wo müssen wir hin? Wir schnappen uns nochmal den ganzen Krempel hier. Da geht's noch rein. Ich laufe hier ein wenig zu achtlos rum. Schwere Muni. So, dann schauen wir. Die sehen echt aus wie Robocop. Guck mal. Und den Helm hier kann ich super brauchen. Danke. Und den Helm hier? Hat er überhaupt einen auf? Nee. Was haben die da so für komische Sachen? Voll die Tesla-Nazis. Okay, das scheint nicht so viel zu bringen. Ich schaue mich nochmal um. Können wir noch irgendwas einsammeln? Hier ist noch was. Da ist auch noch was. Limit erreicht. Muni hier rumliegt. So, und Sprengsatz deponieren und... Okay, schalte die Kanonen aus. Neues Ziel und ich... Suche einen Eingang zum Bunker, haben wir abgeschlossen und wir müssen in die oberen Stockwerke, wie es aussieht. Und das Signal... Oh.
Schlägt Alarm. Schicken Verstärkung zu Ihrer Position, Kommandant. Traumhaft. Wie es weitergeht, erfahren wir natürlich leider erst in der nächsten Folge. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein The New Order. Oder Wolfenstein? Wolfenstein oder Wolfenstein? Wie sprecht ihr das aus? Huah. Ich habe gar keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Huah. Das fängt ja gut an heute. Alter Schwede. Oh. Da habe ich die Bombe übersehen, aber hat nichts gemacht. Na, super. Ich sitze jetzt hier wie ein Fuchs in der Falle. Scheiße. Der Geschützturm ist echt gut positioniert. Den Alarm kann man natürlich nicht ausschalten. Ist der tot? Ich glaube, der ist tot. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es hier am Weihnachtsbaum. Na, nicht wieder eine Granate. Nein. So. Wir machen es hier beim Weihnachtsbaum. Wir nehmen erst das schmückende Beiwerk ab. Und dann reißen wir die Tanne nieder. Die deutsche Tanne. Ja, 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 ist ja gut. Alter. Kommen wir dem irgendwie bei? Scheiße. Mann, ich hasse die. So, merken, Beine wegschießen am Geschützturm. Unfassbar viele davon hier rumlaufen. Super Beton. Oben, freigegeben vom Staatsbaurat. Na, Glückwunsch. Okay, ich würde sagen, wir stocken erstmal wieder auf. Huch. Oh, verboten, D6. Ach du Scheiße, ich will gar nicht wissen, was das ist. Hoffentlich nur ein Leichenschauhaus. So, ach du Scheiße, was? Ich glaube, dem haben wir den Kopf weggeschossen. Der kann sich jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ach nee, kann er ja nicht mehr. Nein, die sind abgeprallt. Mann, was habe ich noch für ein Pech mit Granaten immer? Und die Maus ist echt noch gewöhnungsbedürftig. Bis wir die Mausführung. Uah! Nein, nicht hoch. Alter, bist du bekloppt. Hingelegt? Ist er jetzt gestorben? Von nichts? Hat wahrscheinlich einen Herzanfall bekommen. So, komm, den Helm. Den gönne ich mir mal. So, ich drücke einfach wild auf E, ganz willkürlich rum. Ach, der hat gar keinen Helm auf. Und hier waren doch die anderen Soldaten noch irgendwo. Okay, ich weiß natürlich nicht, wo wir hin müssen. Schütze dein Heim! Immer! Schließen Sie das Tesla-Kabel an! Auch wenn Sie nur für kurze Zeit Ihr Heim verlassen. Kann man die Dinger hier eigentlich kaputt schießen? Nee, kann man nicht. Okay, wir gehen noch nicht nach oben. Wir suchen hier unten erstmal alles schön ab. Da ging es noch weiter.
Wobei ich das Gefühl habe, weiter ist irgendwie relativ. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht's nirgends wirklich weiter. So, die beiden kuscheln hier ein bisschen. Das sieht ganz gut aus. Der hat noch einen Helm für uns. Hat der auch einen Helm für uns? Jo. So, hier unten ist ja nichts. Dann gehen wir wieder. Das ist. Alter, wo kommen die immer her? Da kommen wir nicht durch, ne? Öffnen auf der anderen Seite, okay. Dann gucken wir hier unten nochmal schnell, da waren wir auch noch nicht. Ach, sieh an. Okay, es ist ein Leichenschauhaus. Können wir hier irgendwas machen? Granaten, sehr gut. Wann ist es geschafft? Schon bald. Prüfliste für Probanden. Wachen? Der kann ich nicht lesen. Okay, noch ein Helmchen. Hier können wir nicht runter gucken. Was ist das denn? Gold entdeckt! Goldmedaille! Aha. Ist das gut? So. Auf damit! Und raus mit ihnen. Und hoch. Ich kann ihn jetzt sehen! So, das... Du siehst mich überhaupt nicht. Ich bin jetzt verschwunden. Ja! Hier kommt der Landvogt. Verstanden! Was denn? Komm schon, komm schon. Das war das Köpfchen. Und jetzt nicht mehr. So. Wir sind an dem Stampfer vorbeigekommen. Nähern uns der Klippe direkt unter Totenkopfs Basis. Brauchen ein verdammt langes Seil, um da hochzuklettern. Okay, dann schauen wir mal, was sich tun lässt. Wir müssen die Jungs irgendwie in die Basis reinkriegen. In Klammern glaube ich. Ich weiß noch nicht genau wie und ich weiß noch nicht genau wo. Ich bin neu hier, man möge mir das verzeihen. Hauptstadtmädels! Ach, die hat den Schlüssel. Ach so. Okay. Ich mag das übrigens, sich Poster und alles mögliche anzugucken oder auch mal sowas hier. Also tut mir leid, wenn es hier und da mal ein bisschen länger dauert. In Spind können wir nicht gucken, ne? Da haben wir noch einen Medischock. Medi brauchen wir gerade nicht. Achtung! Mechanische Kampf... Mechanischen Kampfhunden. Bewacht von... Ach so, bewacht von mechanischen Kampfhunden. Okay. Dann ist ja doch richtig. Generator Hochspannung, Gefahr. So, gelesen wird ja auch. Da unten ist noch Health, aber das brauchen wir nicht. Momentan, wir sind eher auf 100 und alles über 100 versiegt langsam wieder. Also sparen wir uns die lieber für später. Was? Hinweis, Bereich wird überwacht. Das war so klar. Flak 1. Und Ruhe kehrte ein. Alter. Die Frage ist, was willst du dagegen tun? Ja, sehr gut, ja. Aber da ist noch eine Kanone weiter oben, die aus unserem Flugzeug gefeuert. Wir treffen gerade die Kanone unter der Fälschung hoch. Beeilen Sie sich, wir treffen uns dort oben. Ich beeile mich schon, aber ich habe keine Karte von hier, verdammt. So, das ist eine Kanone. Können wir damit nicht den Typen abballern? Wollen wir das mal probieren?
Oh oh. Oh oh. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Aber die Musik hört sich gut an. Ich bin so feige. Uh-oh. Oh. Das war, glaube ich, nicht so gut. Alter Schwede. Okay, wir durften also noch nicht angreifen. War eine interessante Erfahrung und wir haben es mal gemacht. Das ist doch auch mal schön. Okay, ob wir den damit klein kriegen mit so einem Flak, mit so einer Flak, das glaube ich noch gar nicht. So, Ladebildschirm, ist das... Ah. Oh nein, jetzt müssen wir hier den ganzen Checkpoint normal machen und jetzt ruckelt es ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Granaten! Komm immer zu mir zurück! Ich hab Bumerang-Granaten! Psst, nicht verraten! Ändere Position! Tu das! Aber schrei nicht so! Huch! Ja, wir sind Captain! Aber da ist noch eine Kanone weiter oben, die auf unserem Flugzeug gefeuert! Wir können ja, gerade die Ach, scheiße! Hä? Alter! Also diesmal lief es aber echt schlechter. So, er beruhigt sich wieder. Zum Glück hat er magische Selbstheilungskräfte. Und wir haben doch eine Menge Energiepacks zurückgelassen, wenn ich mich recht entsinne. So, jetzt haben wir wieder auf 100. Das lief ja diesmal nicht so gut wie letztes Mal mit der einen Granate. Das war ganz vorbildlich, aber jetzt, naja, mal so, mal so. Okay, weißt du was? Hallo? Hallo? Zumindest können wir ihn von unseren Jungs ablenken. So, und jetzt gehe ich einfach. Ah, wir müssen da oben lang. So, und jetzt... Pssst. Niemand da? Und wo geht's da lang? Ah, Aschenbecher. Lecker. Staatsoberhaupt möchte den Frieden. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Berlin, 10. Juli 1946. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. In einem seltenen Exklusivgespräch mit dieser Zeitung über die Kriegsanstrengungen und die Werte, die unser Volk so großartig machen, berichtet unser geliebter Staatsoberhaupt von seiner Vision einer Welt nach dem Krieg. Eines steht absolut fest. Ich möchte Frieden für die Menschheit und bin gewillt, dafür bis zum Tode zu kämpfen. Ja, ach ja, so ein Gutmensch aber auch. Huch, wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mit E zurück. Drücke ich von automatisch schon Escape. So, was haben wir denn hier? Wir öffnen einfach mal alles. Was ist das denn da? Erstaunliche Technologie. Na, das ist ja toll. Ich weiß überhaupt nicht, was die öffnen, ehrlich gesagt. 132. Was? 132?
Stehen hier Zahlen dran? Nee, ne? Ein. Drei. Zwei. Aha. Na, sieh mal einer an. Ein Geheimräumchen. Schalldämpfer. Nice. Aha, und hier Baupläne für zu Hause. Wenn ihr so ein Ding nachbauen wollt, ist alles hier. Könnt ihr euch alles genau angucken. Gar kein Problem. Einfach zu Hause mit der Bastelkiste oder im Chemieunterricht nachbauen. Was ist das denn? Geheim. Enigma-Code. Enigma-Code-Fragment 1-2. Ich weiß nicht, ob das 1 von 2 ist oder 1 zu 2. Versteh dich nicht, du musst lauter schreien! Eine Sache ist natürlich furchtbar unrealistisch. Die Nazis sind eigentlich viel zu leise und viel zu bescheiden mit dem, was sie sagen. Ich habe noch nicht einmal gehört. Blitzkrieg, Blitzkrieg, Blitzkrieg. So. Hier ist noch ein Rädchen, was genau gar nichts macht. Hier gibt es noch Helmsche. Hitler, bist du's? Hitler. Hallo Hitler. Guten Morgen, Gruß. So. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier wahrscheinlich nicht. Die Medikets können wir liegen lassen, weil wir eh auf 100 sind. Dip, 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 dip. So, hier ist ein schönes Bett. Kannst du mieten für Hotelraum. 200 Euro die Nacht. So, da hinten liegt noch ein bisschen... Ah, Granaten. Sehr gut. Limit erreicht? Was? Da können wir wieder Granaten auf uns selbst schmeißen. Hurra! Ah, okay. Ich glaube, das Hakenkreuz wurde ausgetauscht gegen das Wolfenstein-Symbol. Was jetzt aber nicht... Mist, ich komme hier auf die Beine und ich will... Erreiche die Schlossmauer. Ich will da oben lesen, was da steht immer. Hey, bleibe quiet! So sehr ich die Aussicht von hier genieße, könnten Sie bitte das verdammte Seil hochklettern? Heilige Mutter Gottes! So, das war er. Und da hinten lugt noch einer aus dem Gebell. So. Erfahrene Shooter-Spieler werden sich an den Kopf fassen. Alter, wie spielt er denn? Aber das macht nichts. Wir spielen ja zum Spaß und nicht, weil wir hier eine E-Sports-Liga veranstalten. Aber dafür kommen wir ja auch, dafür, dass ich das normalerweise eher nicht so spiele, kommen wir ja doch ganz gut voran. Außer hier. So. Ach, scheiße, aber hätten wir nicht gebraucht, aber egal. So. Hallo, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Okay, der Typ ist schon tot. Hier steht jetzt niemand an den Wänden zum Bewachen. Oh, Wer schießt denn da?
Irgendwelche Schüsse von oben, wo wir nichts gegen machen können. Naja, egal. Gut, dann gehen wir weiter. Hier haben wir wieder Schlieren. Ich weiß nicht, manchmal schliert er in der Mitte des Bildschirms, als wäre Faustsync nicht an, was es aber ist. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ist übrigens die gleiche Engine, die schon bei Rage zum Einsatz kam, die wohl hier und da ein paar Problemchen hat. Und auch bei ein paar Spielern Probleme macht. Auch bei mir ein paar Probleme gemacht hat, aber letzten Endes hat man sie doch besiegt mit einem neuen GeForce-Treiber. Räume den Weg frei, ja wie denn? Ich ahne, worauf das hinausläuft. Ausgerechnet da, wo wir unter Beschuss stehen. Glückwunsch. Ach, hier. Da. So, huch. Und weiter geht's. Okay, hier brennt die Luft noch ein bisschen. Toll, die Granate explodiert gar nicht. So, die zarten Beinchen weggeschossen. Ah ja, und von hier aus kämpfen die gegen Flugzeuge. Und ob das so erfolgreich ist, weiß ich nicht. So, hier geht's nirgendwo hin. Ah, oh, ah, oh, ah, mein Bein! Alles okay, Captain? Hier, ich helfe Ihnen hoch. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Hier, ich helfe Ihnen hoch. Ah, endlich. Die Gelegenheit, uns zu revanchieren. Wenn er doch nur wüsste, wie recht er damit haben sollte. Der erste Auftakt ist geschafft. In einer Doppelfolge, trotz neuem Equipment, trotz neuem Standort, trotz der Aufnahme hier im Hotel momentan. Und wie es weitergeht, es wird auf jeden Fall eine wilde Reise und ich kann schon jetzt versprechen, es wird ein bisschen wie eine Mischung aus Bioshock Infinite und Outlast. Es wird krank, es wird hart und es wird lustig. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und danach geht's erst richtig los. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Gronkh.